Herr König, Sie haben heute einen Vortrag bei uns. Was erwarten Sie von dieser Veranstaltung, von der ACK? Also ich finde sie sehr toll, diese Veranstaltung. Ich habe eigentlich, ich bin das erste Mal hier, bin sehr überrascht, wie gut alles organisiert ist und vor allem von den Zielen dieser Koalition, dieser Anti-Zensur-Koalition. Das ist wahnsinnig sehr, sehr, sehr spannend und auch sehr gut. Das braucht man in der Schweiz, vor allem in der Schweiz, in Europa auch, aber vor allem in der Schweiz, eine Anti-Zensur und natürlich, dass alles auf den Frieden ausgerichtet ist. Also ich bin sehr, sehr begeistert davon und beeindruckt. Sie haben auch in einem älteren Interview gesagt, wir müssen wieder die Verantwortung über unser Leben übernehmen. Was könnte man sich da praktisch vorstellen? Genau, wir sind im Prinzip alle mit einem Gefühl von oder mit einem Instinkt von Solidarität geboren. Das heißt also, wir sind ein Einzelner, wir sind eine Gesellschaft, wir sind wie ein Körper, der eine ist für den anderen verantwortlich. Man muss nur heute um sich sehen, was los ist, und zwar im großen Rahmen, genauso wie im kleinen. Wenn wir sehen, was die Europäische Union gemacht hat mit Griechenland, mit einem Bruderland, und die nennt sich Union, die hat keinen Deut von Solidarität in sich. Also, wenn man sowas sieht, dann müssen wir wieder zu uns zurückfinden, zu unseren Grundwerten und zu unseren Grundgefühlen. Dass Sie dort merken, dass da irgendetwas nicht stimmt, ja. Absolut. Und ich glaube, dieses Gefühl müssen fast alle haben oder alle. Denn wir sitzen sehr bequem, vor allem in der Schweiz, in unserem Sofa, gucken uns die Lügennachrichten an und fühlen uns wohl dabei. Aber irgendwo hat jeder in seinem hinteren Gehirn der Gedanke, irgendwie muss was nicht stimmen. Und diesen Gedanken soll man hervorholen und verfolgen. Aber die meisten tun es nicht, weil es an der Bequemlichkeit, an die Bequemlichkeit angreifen würde. Und das möchte man nicht. Man möchte lieber an die Lügen glauben, als die harte Wahrheit sehen. Und das ist das Problem. Und ich glaube, wenn wir hier heute mit den Leuten so sprechen, wachen einige auf. Ich meine, all die Leute, die hier sind, ich glaube, die haben bereits dieses Gewissen. Aber dass das noch mehr rausgetragen wird. Und ich glaube, es ist nicht eine Sache, die wir von einem Tag auf den anderen lösen können. Aber jeder und jede dieser Konferenzen und Ähnlichen, die tragen einen kleinen Teil dazu bei, dass vielleicht das Erwachen irgendwann mal aufgeht. Und ich glaube, es hat schon begonnen. Ich glaube, es hat begonnen in einem größeren Rahmen, als wir das sehen. Weil ich schreibe auch sehr viel und ich sehe, wie Leute reagieren auf was nicht nur ich schreibe, sondern eine ganze Menge Leute, die also Untergrund schreiben, weil die Presse, die Offizielle das ja nicht publiziert. Und das ist für mich irgendwie etwas Erfreuliches, dass wir das zu sehen, dass die Reaktion, die wird immer positiver. Und ich glaube, wenn wir eine kritische Masse erreicht haben, dann wird sich das Schiff drehen. Dann wäre natürlich noch die Frage, woher nehmen Sie die Kraft und Motivation für das Thema, für diese Arbeit, die Sie tun? Ja, ich glaube, aus viel Erfahrung, langer Erfahrung bei Entwicklungszusammenarbeiten oder sogenannten Entwicklungszusammenarbeit, vor allem bei der Weltbank und um die ganze Welt, habe ich gesehen, was eigentlich diese Institutionen, diese sogenannten Hilfsorganisationen, und ich möchte da mal die schweizerische Entwicklungszusammenarbeit ausschließen, weil die funktioniert ganz anders, viel positiver. Aber so die Weltbank, der IMF, UNDP und viele andere Entwicklungsbanken, die sind im Prinzip darauf ausgerichtet, die Leute auszubeuten, zu verschulden, anzuschnallen, also abhängig zu machen. Und das habe ich gesehen. Und das ist meine Motivation, dagegen zu kämpfen und dagegen etwas zu unternehmen, und zwar täglich. Ich glaube, für mich ist das etwas normal geworden. Und die Schwelle, wenn man mal diese Schwelle überschritten hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Und ich finde das toll. Ich mache das mit unheimlich viel Freude. Und das ist meine Motivation. Das ist mein, ich sage das manchmal zu meiner Frau, c'est ma raison d'être. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein.